Dies ist eine Aufnahme. Das ist eine Aufnahme. Eine Aufnahme. Aufnahme, Aufnahme. Aufnahme. Aufnahme, Aufnahme. 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 Eine super dürfte und super tolle Aufnahme. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Diesmal nicht die Godmode. Ja, wir spielen endlich wieder das normale Isaac Rebirth. Und deswegen können wir auch die ersten Pfeile nehmen. Und ich habe, wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir einfach nur Run machen und irgendeinen Charakter auswählen, dann machen wir jetzt nämlich heute, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, eine Custom Challenge. Habe ich ja vorgestern? Keine Ahnung, irgendwann angekündigt, auf jeden Fall im letzten Isaac-Part. Und wir haben eine Witzwerk von 30 Grad. Das ist natürlich auch cool. Jetzt ist nur die Frage, wen wir nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal von Anfang an Isaac. So, das passt. Hart ist auch an. Und in dieser Custom Challenge, ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Es funktioniert. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt diese Schere habe. Anscheinend habe ich die ausgewählt, ohne sie ausgewählt haben zu wollen. Und auf jeden Fall haben wir... Ja. Wir haben ganz schön viele coole gelbe Tränen. So, diese Challenge kommt von Orca Pudding. Oder Orca Pudding oder was auch immer. Pudding ist auf jeden Fall schön. Ich mag Pudding, auch wenn aus Orca der Pudding bestimmt ganz schön lecker ist und so. Auf jeden Fall haben wir einmal die Sojamilch. Deswegen schießen wir so schnell. Dann haben wir diesen geilen Splitshot. Dadurch, also diesen Splash-Schaden hier. Oh, ich habe Splitshot vergessen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Da. Okay, nochmal. Jetzt haben wir auch noch einen Splitshot und jetzt machen wir leider keine grünen Dinger mehr, aber dafür sind sie jetzt rot, das ist auch egal. Dafür auf dem Boden ist trotzdem noch ganz viel Pinkel. Pinkel, Pinkel. Genau. So, nochmal. Wir haben die Sojamilch, wir haben den Parasite als Splitshot, dann haben wir noch Number One und Splash Damage. Das heißt, wir haben eine geringe Reichweite dafür, aber diesen Splash Damage und das teilt sich alles ganz toll auf. Und die Challenge kommt, wie gesagt, von Orca Pudding oder Pudding. Orca Pudding hört sich irgendwie cooler an. Und wir haben scheinbar nicht so viel Schaden, nee, wir auch. Wir können ja gar nicht so viel Schaden haben, weil wir die Sojamilch haben. Yay. Und dazu habe ich mir noch Krebs gegeben, weil wir dann noch ein bisschen schneller angreifen. Ist das nicht eine super tolle Idee? Und so richtig schnell angreifen ist immer super. Vor allem mit Krebs kann man ja sogar noch schneller angreifen, als sowieso das Maximum ist. Aber das geht nur mit Krebs. Oh Gott, wir haben Leben verloren. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr wenig Schaden. Das ist irgendwie nicht so cool. Wir brauchen etwas Besseres. Wir brauchen Schaden. Wo auch immer wir den Schaden herbekommen sollen. Wir kriegen den bestimmt noch irgendwo. Wir schauen mal. Wir sollten einen Schaden haben, ja. Einen Schaden, dafür ganz, viel, ganz schnell schießen. Eine geringe Reichweite. Und, wow, wir machen jetzt so gar keinen Schaden. Okay, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ich werde mal mein Glück versuchen. Und es ist gerade wieder ganz schön warm in meinem Zimmer. Das finde ich nicht so ganz töfte. Aber kriegen wir hin. Vor allem der Ventilator. Ah, nee. Der zieht sogar ein ganzes Leben ab. Okay. Der Ventilator in meinem Zimmer ist den ganzen Tag an. Aber wenn ich aufnehme, dann darf er nicht an sein, weil das hört man sonst die ganze Zeit. Yeah, yeah. Na toll. Habe ich mir gleich so eine richtig schwere Challenge rausgesucht, ja? Gott, wenn der uns berührt, dann sind wir tot. Dann sind wir tot. Bitte stirb. Oh Gott, aber ich muss auch seine Sachen hier töten. Oh Gott, bitte berühr mich nicht. Bitte berühr mich nicht. Oh nein. Bitte stirb einfach. Ich will nicht so nah nicht rangehen. Bitte stirb doch einfach. Wieso habe ich keine Bombe? Oh nein. Ich glaube, der trifft uns aber an sich nicht selber, sondern nur, wenn wir gegen ihn gegenlaufen. Oh nein, jetzt spawnen ja auch noch Spinnen. Oh nein. Ich sag gerade viel zu oft, oh nein, aber was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Ich kann den nicht besiegen. Der ist viel zu stark für mich. Müssen wir nicht Splash Damage machen? Guck mal, Splash Damage trifft nicht mal. Wir müssen den ganz schnell töten. Ganz schnell. Okay, jeder einzelne Raum ist eine Herausforderung an sich. Oh, wow. Okay, vielleicht müsste ich mit ein paar mehr Leben starten. Dann wäre das vielleicht einfacher. Oh, der kann nur zwei auf einmal. Okay, das ist... Das ist wenigstens etwas gut. Hä? Wieso sind da jetzt trotzdem drei? Uncool. Okay, weißt du, was ich mache? Ich gehe hier in die Ecke und jetzt bist du nämlich eingesperrt. Tja, da kommst du nämlich auch nicht mehr raus. Das ist ein Herz, das brauchen wir. Bitte nicht berühren. Bitte nicht berühren. Bitte nicht berühren, danke. Und du spawnst bitte nichts. Yes! Leute, wir haben den zweiten Raum geschafft. Ha! Yes, okay. Jetzt haben wir schon gewonnen. Wir haben diese Challenge einfach schon geschafft. Ja. Oh Gott. Okay, aber so viele Leben haben die eigentlich gar nicht, oder? Oder doch? Geht so. Geht so. Die haben so geht so viele Leben. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Auch wenn der eine da ein ganzes Leben abziehen würde, wenn er uns trifft. Und auch noch explodiert. Au! So ein Blödmann. Egal, wir haben zwei Bomben. Oh, wir haben doch Bomben. Dann hätten wir eben eine Bombe einsetzen können. Oh, hallo Pride. Naja, das Gute an Pride ist, der schießt
Also man kann relativ nah an ihn rangehen und wenn er schießt... Oh Gott. Dann trifft er ihn nicht. Ist eigentlich ganz nett. Und von daher, wir können an ihn rangehen und eigentlich können nur seine Bomben uns treffen. Die Sendere ist alles gut. Ha. Auf jeden Fall eine sehr interessante Challenge. Auch nochmal danke, dass du überhaupt die Challenge gestellt hast. Da habe ich auch noch ein paar mehrere Challenges rausgesucht, die sich eigentlich ganz interessant angehört haben. Und die werden wir auf jeden Fall mal alle versuchen. Ich finde das eigentlich ganz nett so, Challenges, die ihr euch ausdenkt zu spielen. Und wenn ihr auch noch irgendwie eine Idee habt, mit welchen Items man so starten könnte bei einer Challenge, dann gerne in die Kommentare. Wenn sich da irgendwas witzig anhört oder, ja, oder ihr schon mal getestet habt oder so, ob das witzig ist, dann würde ich das gerne mal testen. Oh, ein Fragezeichen. Ja, Sack of Pennies, jetzt kriegen wir Pennies. Ja, toll. Hä, sind wir nicht, wir sind doch Isaac. Wieso haben wir denn den, ah, wir haben den Würfel nicht von Anfang an, weil ich es ausgewählt habe. Das muss man auswählen. Okay. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Dafür haben wir ein blaues Herz. Ja, okay, so ein Sack of Pennies wäre natürlich schon irgendwie ganz cool gewesen. Was ist das? Ja, so ein was habe ich eben gesagt? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, da haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Das ist schon mal sehr schön. Oh nein, eine Fliege. Und ein bisschen Geld. Okay, Geld haben wir auf jeden Fall auch genug. 10 Münzen. Wir könnten eigentlich mal in den Shop reingehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal... Na komm, wir machen es jetzt einfach schon. Damit wir jetzt nicht beim Boss sterben. Ach, Headless Horseman. Ah, okay. Wenn wir ihn töten, dann kriegen wir zumindest... Ah, nee. Kriegen wir zumindest einen Cube of Meat, mit dem wir angreifen könnten. Und Sachen, mit denen man angreifen kann, sind schon was ganz Schönes. Ah, nein, der hat uns getroffen. Oh Gott, der hat uns schon wieder getroffen. Kannst du nicht einfach dein Dings machen? Oh Gott. Das ist mir alles viel zu viel. Bitte nicht spucken. Spucken tut weh. Spucken ist böse und tut weh. Habe ich als Kind gelernt. Man spuckt nicht einfach Leute an. Hör auf damit. So. Das Blöde ist unsere Reichweite und unser Schaden natürlich. Aber sonst passt das. Also von der Geschwindigkeit her, in der wir angreifen, passt das. So. Wir sollten auch versuchen, nicht noch ein Leben zu verlieren. Denn dann hätten wir nur ein blaues Herz verloren und kriegen dann Devil Deal. Und Devil Deals könnten sehr gut werden. Ja. So weit, so gut. Hälfte der Leben sind weg. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Easy. So. Der ganze Raum ist gelb. Oh mein Gott. Bitte. Oh nein. Damit ist unser Devil, glaube ich, weg. Ach, kann bitte einer der beiden Parts mal sterben? Na, wenn wir ganz viel Glück haben, dann kriegen wir ganz eventuell trotzdem noch einen Devil Room. Und wir hätten vielleicht trotzdem, oh, trotzdem nochmal in den Shop reingucken sollen. Weil dann hätten wir eventuell ein blaues Herz kaufen können. Wäre eigentlich ganz schön gewesen, oder? Ich glaube schon, egal. So, der sollte kein Problem mehr sein. Der wird jetzt nämlich einfach die ganze Zeit dashen. Oder auch nicht. Au, oh, der zieht ein ganzes Leben ab. Okay, das ist schlecht. Das ist ja richtig schlecht. Wieso zieht er denn ein ganzes Leben ab? Wenn er dasht. Das ist ja uncool. Okay, kein Problem. Kein Problem, kriegen wir hin. Irgendwie. Wie kriegen wir das hin? Ja, ja. Das wird schon, Leute, das wird schon. Wir kriegen den tot. Gut, dass wir das Kackehäufchen eingesammelt haben, sonst wären wir jetzt tot. Haha, so. Was, ein Pony? Ah, ich wollte kein Pony. Was will ich mit dem Pony? Oh Gott, egal, wir können fliegen. Und dieses Pony, mit dem kann man doch sogar Glitches machen, oder nicht? Da war doch dieser eine Bug. So, nehmen wir mit, nehmen wir auch mit. Wir brauchen alle Leben, die wir kriegen können. Oh, der Automat ist voll. Oh, das ist schön. Endlich wieder so ein voller Automat. Finde ich ganz cool. Ach, das habe ich schon vermisst. So, das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre nach einem Geheimraum suchen. In dem meine Batterie drin ist. Ja, toll. Eine Batterie ist immer toll. Dann könnten wir vielleicht mal probieren. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, der Bug geht. Ich glaube, der Bug geht. Dass man das aktiviert, das Pony. Und dann unbesiegbar ist. Das wäre ganz schön. Das würde auf jeden Fall einiges leichter machen. Das war jetzt die erste Ebene. Was? Das war. Stimmt, das war jetzt die erste. Ne, okay, dann hätten wir sowieso keinen Devil Deal bekommen. Wow, in der ersten Ebene zweimal fast gestorben. Sehr gut. Das ist eine super Challenge. Nice. Eine der besten Challenges, die ich jemals gespielt habe. Kannst du bitte weggehen? Danke. Kannst du bitte weggehen? Danke.
Kannst du bitte weggehen? Oh mein Gott, er will dich. Easy peasy. Easy peasy. Alles easy. Ich habe eine Mütze. Was wollt ihr tun? Ich habe eine Mütze und ich habe Splash Damage. Haha. Game Splash Damage, obwohl ich rote Tränen verschieße. Na, der hat uns getroffen, was? Ich glaube, der macht sogar einen ganzen Schaden, wenn er uns trifft. Bei nervigen Gegnern können wir auf jeden Fall auch unser Pony einsetzen. Das sollte ja nicht so wenig Schaden machen. Was halt cool wäre, wäre irgendwie Libra. Oder diese gelbe Spritze, wenn wir die irgendwo herbekommen würden. Und was ich jetzt echt toll gefunden hätte, wäre ein Cube of Meat. Aber klar, es war der Head, das war's, wenn es war nicht dieser andere. Und der gibt nun mal das Pony. Obwohl der nicht mal auf dem Pony drauf saß. So. Aber solange wir mehr als ein Leben haben, sind wir guter Dinge. Oh nein, ey. Hermit. Ich setze mal The World ein. Ah, guck mal, da haben wir schon was gefunden. Wo genau ist das dann? Okay. Ah, cool. Cool, Spinne, danke. Danke, dass du mich triffst. Da wir sowieso in diesen Raum rein müssen, auch wenn wir in den Geheimraum gehen, töten wir mal ganz kurz alles. Ich glaube, diese Folge wird so lang werden, weil wir einfach so richtig lange brauchen, um die Gegner zu töten. Ah. So, der ist weg. Ah, cool. Okay, danke für den Hit. Hier, komm mal her. Ich habe da eine Bombe für dich. Yes. Haben sogar die Spinne mitgenommen. Haha, sowas nenne ich effizient. Effizienz. So. Wir könnten natürlich auch The Hermit einsetzen. Ich glaube, The Hermit war doch, dass man in den Shop gekommen ist, oder nicht? Den könnten wir auf jeden Fall einsetzen, wenn wir irgendwie einen Stachelraum wollen oder so. Oder wenn wir keine Ahnung. Stachelraum ist eigentlich das Beste. Jojo, Jojo, hier, Spinne, komm mal her, ich hab da was. Ich hab da so gelbe, rote Tränen für dich. Ich weiß nicht genau, welche Farbe das ist. Das ist ja auch kein Gelb, das ist irgend so ein anderes Gelb, so ein Grüngelb. So ein giftiges Gelb. So, einer sollte noch hier sein, dann haben wir diesen Raum auch geschafft. Nach 5 Minuten ist das nicht eine super tolle Raum. Oh, geil, wir haben eine Bombe bekommen. Okay. Ah, 2 Schlüssel. Ob sich das gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall müssen wir da hinten in die Ecke, weil da der goldene Raum ist. Den müssen wir wohl oder übel mitnehmen. Wow, ich habe nicht mal den Gegner getroffen. Cool. So gefällt mir das. So mag ich das. So töte ich dich am liebsten, Fleisch. So töte ich dich am liebsten. Nicht mit dem Fass, das ich instant getötet hätte, sondern mit meinen Tränen. Du, du, du. So, komm schon, Fleisch. Ich weiß doch, dass du sterben willst. Wer will schon als Fleisch leben? Danke. So. Obwohl, eigentlich sind wir ja alles ein Fleischklumpen. Ist das einer, der explodiert? Ja, ne? Also der explodiert doppelt, glaube ich. Ach, der hat auch zu viele Leben. Los, Kettenreaktion. Mach. Danke. Yes. Hey, das hat doch nur einmal explodiert. Was heißt denn dann, wenn die grün sind? Was noch ganz gut wäre zum Bleistift Ghost oder sowas. Dass wir ja, dass wir durch Steine durchschießen können. Dann könnten wir uns nämlich über einen Stein verstecken und die Gegner dann angreifen. Das wäre noch ganz nice. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja. Also so Scary oder Ouija-Board wäre ganz schön. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, hätte ich mal den Würfel, aber nein. Aber noch ein Schlüssel, immerhin. Okay, leichte Gegner, schnell töten. Und das Gute ist, wir töten Feuer richtig schnell. So richtig, richtig schnell. Alles andere zwar nicht so, aber ja, doch. So. Ja, ja, Daddy Longlegs. Okay, wir haben Schaden. Wir haben endlich mal ein bisschen Schaden bekommen. Gefällt mir, wir schauen hier mal rein, auch wenn es sich das wahrscheinlich nicht lohnt. Naja doch, wir haben ein halbes rotes Herz und ein blaues Herz bekommen. Das langt, das ist okay. Ich hätte vielleicht das Geld nicht spenden sollen, das wir da einmal bekommen haben. Aber mit Daddy's Longlegs sind wir zumindest nicht auf unsere Tränen angewiesen. Und der macht recht guten Schaden. Okay, wir werden die Räume viel schneller klären können. Geilo. Okay. Unser erstes gutes Item, das wir hier bekommen haben. Obwohl das Pony auch nicht so schlecht war. Aber gibt Besseres. So, hi, danke, Daddy Longlegs. Du bist der Beste. Ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich.
So, die sollten beide gleichzeitig sterben. Yep. Samsons Locke. Nee, nee, lass mal. Oh, er hat nichts. Doch, er hat was getroffen. Okay. Gut gemacht, Daddy. Ich bin stolz auf dich. Au. Bist du auch stolz auf mich, Daddy? Dass ich so schwach bin? Ich mach mir nichts aus Stärke. Ich mach mir was aus Schnelligkeit. Ich bin der Schnellste. Hui. Okay. Hallo, Festula. Oh, nein. Oh, Gott. Los, Daddy. Du musst sie töten. Töte Fistula. Ich sollte versuchen, keine Leben zu verlieren. Also das sowieso, aber noch weniger als sonst. Wegen dem Devil Room. Ich glaube, so ein Devil Room wird uns sehr gut helfen. Wie Daddy jetzt auch gerade schon. Daddy macht das schon alleine. Passt schon. Na, Daddy, du bist der Beste. Ja. So. Oh, eine Damage Up. Ja. Wir haben tolle Geschwüre am Kopf. Ein Auto-Turret. Nehme ich mal mit. Einfach, weil es Schaden ist. Einfach, weil es Schaden ist. So, und das sieht hier sehr... Ne, wir haben den Geheimraum schon. Können wir höchstens noch danach gucken. Jupp, mit einem schwarzen Herz. Sehr schön. Okay. Und der Auto-Turret greift auch dann. Ich hoffe, der Auto-Turret nimmt nicht den Schaden an, den wir haben. Das wäre dann eher nicht so toll. Nehme ich überhaupt auf, ja. Ich hoffe, ich kriege das heute synchron. Die letzten Tage habe ich das irgendwie nicht synchron hinbekommen, weil meine Festplatte irgendwie rumgesponnen hat. Die hat immer, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde später aufgenommen, als ich geredet habe. Und das nachzusynchronisieren war irgendwie komisch. So richtig merkwürdig. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht aufgefallen. Denn das fällt dann irgendwie nur auf, wenn man das weiß. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es euch ja doch aufgefallen. No, Steady. Tritt. Danke. Auto-Turret, du greifst mit dann. Ich glaube, der Auto-Turret macht sogar... Ja. Gut, wir greifen einfach gar nicht mehr selber an. So, das merken wir uns, dass da ein weißes Herz ist. Den können wir richtig schön in der Ecke da lassen. Aber dann öffnet er sich nicht, oder? Komm, öffne dich. Mehr kannst du es doch sagen. So. Ach doch, so ist das eigentlich ganz schön. Mit Daddy Longlegs. Und mit dem Auto-Turret. Doch, doch. Das hat was. Das... Ah Gott, hat was. Nein! Mein schwarzes Herz! Du Bastard! Ich werde dich töten! Ich werde dich einfach töten! Was hältst du davon, hä? Wenn ich dich töte? Wieso hast du mir wehgetan? Du hast mir mein schwarzes Herz abgezogen. Oh. So. Was hast du nun davon? Einfach mir mein schwarzes Herz abziehen? Ich glaub's ja nicht. Oh, Homing Shots. Ja, die bringen bestimmt was auf so einer niedrigen Distanz. Oh, aber ganz viel Geld. Okay. Okay. Wir werden auf jeden Fall in den Shop schauen. Shop schauen. Wealth. Was? Egal. Brauchen wir nicht. Ich weiß noch nicht, was es macht, aber brauchen wir nicht. So. Naja, eventuell treffen wir jetzt wenigstens ein Damage Up. Ein paar mehr Dinger. Jetzt ist die Frage, ob dieser Bug halt wirklich funktioniert mit diesen. Mit dem Pferd oder nicht. Und mit dem könnte man halt auch fliegen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann können wir uns irgendwo drüber verstecken. Und dann die Longlegs greift an. Aber die Kerze ist auch super geil. Ich nehme mal das Damage Up mit. Oh, Challenge Up. Das war da nicht so eine gute Idee. Das war eine richtig scheiß Idee. Naja, Dizzy. Du hast immer scheiß Ideen. Aha. Ja. Lass dir doch Challenges von Zuschauern ausdenken. Die machen bestimmt ganz viel Spaß. Und sind. Die werden das schon nicht so schwer machen. Dann kommt sowas. Nein, ich bin froh darüber. Ist mal etwas schwieriger als bei der God Mode Challenges, wo ja eigentlich auch noch 9 Stück fehlen, aber egal. So. Gut. Ach, shit. Ich wollte doch gar nicht zum Boss. Ah. Aber ich glaube, die können hier gar nicht hinkommen, oder? Ne, können sie nicht. Okay. Easy. Easy. Da seid ihr beide tot. Ah. Und ein doppeltes AP ab. Ne, doch nur ein einfaches. Na gut. Dann halt so. Im Shop waren wir. Wir haben unser Fliegen-Item. Wir haben noch ein Leben mehr. Wir haben keinen. Kein Devil Deal bekommen. Und wir sind ganz schön zugerichtet. Was ist das auf unserem Kopf? Was haben wir da auf dem Kopf? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, wir kommen hier mit raus. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal austesten, ob wir Schaden bekommen, wenn wir das... Ja, genau.
So. Ah, da hat sich Tidus gemeldet. Ich habe ihn vor 7 Stunden gefragt, ob er wach ist. Und jetzt hat er ja geschrieben. Wow, amazing. Bester Schlafwachrhythmus, den man haben kann. So. Also ist das halt, wenn man keine Arbeit hat, da kann man zu Bett gehen, wann man will. So. Ich will auch zu Bett gehen, aua, wann ich will. Das wäre voll cool. Übrigens, hat schon jemand von euch Ferien? Nordrhein-Westfalen hat doch jetzt Ferien, oder nicht? Lebt einer von euch in Nordrhein-Westfalen? Hat er jetzt Ferien, Sommerferien? Was voll an sich ist? Die sind 6 Wochen, oder? Oder waren die 9 Wochen? Waren die sogar 9 Wochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das mehr Tage Urlaub oder Ferien, als ich im ganzen Jahr Urlaub habe. Finde ich schon ein bisschen dreist. Also, ja. Oh, Bots of Steel. Sehr schön. Ich hätte auch mal wieder gerne Neptunes. Okay, Neptunes ist cool. Ich hätte auch mal wieder gerne Sommerferien. Die Sommerferien von meiner Ausbildung waren die besten. Da hatte ich irgendwie 12 oder 15 Wochen sogar Sommerferien. Das war toll. So. Aber bald habe ich ja sozusagen ein Jahr lang Pause. Das wird auch cool. Okay, wo bist du, Boss? Wieso ist der Boss hier irgendwo? Und was macht Jara nochmal? Was macht Abduins? Ich weiß nicht, was Jara gemacht hat. Abduins. War Jara die Rune, die einen ein Schild gegeben hat? Oh Gott, ich habe so lange Isaac nicht gespielt und die ganzen... Also die normal. Stimmt. Wie lange habe ich bitte Isaac normal nicht gespielt? Immer nur Challenges und das sind... Ja gut, das ist jetzt auch eine Challenge, aber keine offizielle. Sondern die Orca Pudding Challenge. Ja, ich sag jetzt Pudding, auch wenn du Pudding heißt. Ist mir egal. Nee, warte, das ist ein passives, ne? Ja. Der ist E-Coli. E-Coli. Wenn es jetzt einen Gegner berührt, dann verwandelt er sich in Kacke. Und dann können wir ihn aufessen. Okay, triff uns einfach 2 Mal. Oh, Mann. So. Hallo. Na? Na, wollt ihr auch mal an mir lecken? So. Hallo. Na? Ich hab gehört, ihr wollt sterben. Okay. Da kann ich behilflich sein. Wir haben schon wieder fast 15 Münzen. Waren wir schon im Shop? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen gleich nochmal in den Shop rein. Und den goldenen Raum. Doch, den goldenen Raum hatten wir eben. Da haben wir E-Coli gefunden. Und der Shop wird dann anscheinend irgendwo rechts sein. Was bist du? Weiß man nicht. Tiersub. Ja, genau das habe ich gesucht. Tiersub. Genial. Naja, okay. Da ist der Shop. Und hallo, komischer Typi. Und hallo, PhD. Ich will PhD haben. Naja. Dann sprengen wir mal den Automaten. So, ja. Ich will PhD haben. Und dann hole ich mir die Pille, denn diese Pille muss dann gut sein. Es ist eine Bots of Steel-Pille. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch eine Ranger-Pille. Okay, Ranger ist wirklich gut. Bei unserem geringen Weight, aber... Oh doch, sieht man, oder? Ah, vielleicht minimal. Ich weiß es nicht genau. Was ist eigentlich, wenn man einen goldenen Schlüssel hat und dann diesen Schlüsselbettler Sachen gibt? Hat man dann auch unendlich Schlüssel, die man dir geben kann? Oder werden trotzdem richtige Schlüssel abgegeben? Ich glaube, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube, ihr habt mir das schon mal irgendwann gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. So. Hey, wieso ist unser Schaden denn jetzt so gut? Wegen dem Auto-Turret? Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn wir mehr Schaden hätten als eben. Egal. Wir kommen erstaunlich gut hier durch gerade. Komm schon, die 5. Ebene. Wow. Ich glaube zwar, der Windstreak ist jetzt inzwischen weg. Nehme ich mal mit. Weil ich das Spiel neu starten musste. Weil wir davor ja nicht diesen Splitshot hatten. Und das musste sein, wenn das schon im Kommentar steht. Dann muss das auch dabei sein. Oh Gott. So. Und deswegen kann der Windzweck jetzt weg sein, aber ist ja nicht so schlimm. Machen wir den halt neu. Den Windzweck hatten wir sowieso noch in der God-Mode gemacht. Von daher. So. Hallo, blaues Feuer. Alles gut bei dir, blaues Feuer. Das ist cool. Hey, wir machen echt voll viel Schaden. Also, könnte schlechter sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das unser Autoturret ist, der so richtig viel Schaden macht, oder ob wir das wirklich sind. Vielleicht hat dieses TSF ja doch was gebracht. Man weiß es nicht. Hi. Und natürlich macht unser... Wow.
macht Daddy's Longlegs natürlich auch richtig viel Schaden. Aber so richtig viel. Na, guck mal an. Ein Luck-Up. Ah, guck mal an. Wir haben den Curse of the Maze. Hm, und natürlich treffen wir jetzt auch mehr unserer Tränen, weil wir diesen Löffel gefunden hatten. Daran kann das natürlich auch liegen. So. Da war ein blauer Stein, genau. Okay. Hi. Bitte nicht schießen. Das tut weh, wenn ihr schießt. Und mich dabei trefft. Also ihr dürft gerne schießen, aber wenn ihr mich trefft, dann ist nicht so nett. Wieso sieht man eigentlich den Hintern von denen, wenn sie sich umdrehen? Hm. Hm, hm, hm. Wir sehen auf jeden Fall recht nett aus. Muss man ja mal sagen. Allgemein, wenn ihr jemanden auf der Straße seht, der auch nett aussieht, dann sagt ihm einfach, du bist nett. Dann freut er sich bestimmt. Das mache ich sogar tatsächlich manchmal. Also nicht das, aber wenn irgendwie jemand coole Haare hat, dann sage ich dir das auch. Zum Beispiel, wenn die türkise Haare haben. Da mache ich das sehr, sehr häufig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann sind die immer ein bisschen perplex, aber freuen sich dann doch. Keine Ahnung. Sir. Ja, ja. Spreng mal deine eigenen Leute in die Luft. Ist vollkommen okay. Habe ich nichts gegen. So, danke für den Schlüssel. Ist das nächste Ebene? Nö. Warum ist die Ebene so groß? Und wieso machen wir so viel Schaden? Also könnte auf jeden Fall schlechter sein. Ein bisschen blöd ist das, dass wir die ganze Zeit wegschubsen, aber ist alles machbar. Der D100. Dadurch wird die ganze Challenge anders werden, deswegen lassen wir das mal. Ich bin da nicht so der Fan von. Wenn man schon eine Challenge macht, dann sollte man die auch mit den Items durchstehen, die man dabei hat. Und die nicht verändern. So. Das machen bestimmt ganz viele anders, aber ich will das nicht. Ich meine, der One hier wird jetzt viel einfacher wahrscheinlich werden, wenn ich den 100er mitnehmen würde. Aber irgendwie mag ich das nicht. So. Und jetzt können wir mal ausprobieren, ob wir Schaden bekommen. Ich habe jetzt das Pferd eingesetzt. Ach, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, ich glaube, das funktioniert nicht, dieser Bug. Von daher, ich würde gerne mein Pferd loswerden. Oh, ein Pentagramm. Okay, ein kleines Damage-Up. Hier wäre die satanische Bibel. Der hat ein paar schwarze Herzen und schwarze Herzen bedeutet auch Leben. Schaden. Aber dann könnten wir nicht mehr fliegen. Ja, okay, egal. Nehmen wir mal nicht mit. Sollte jetzt schon die Marm. Ja, Marm-Ebene. Wir sind in der Marm-Ebene. In der Marm-Ebene. In der Marm-Ebene. Okay, wir sind also in der Marm-Ebene. In der Marm-Ebene. Ich weiß noch nicht, wie weit ich gehen werde. Ich glaube, ich werde in dieser Challenge nicht bis zum Ende gehen. Also nicht bis ganz zum Schluss. Zu das Blue Baby oder irgendwas anderem. Einfach, weil ich es nicht muss. Und ich glaube, sonst wird die Folge auch viel zu lang. So, komm, geh auf, danke. Oh, Papi, wieso hast du so spät reagiert? Ah, oh, er liebt uns. Ah, oh, das finde ich süß. So, yay! Noch ein Damage-Up, aber ein heftiges. Sieht man das jetzt inzwischen? Nö. Oder sieht man das so? Doch, man sieht's. Man sieht's. Die Tränen, die kleinen Tränen werden ein bisschen größer als klein. Jetzt sind sie immer noch klein, aber sie sind immer noch klein. Hä? So. Aber man sieht, dass sie ein bisschen größer geworden sind. Und ich glaube, man merkt es auch. Merkt man? Ja, doch. Lässt sich sehen. Auch wenn wir trotzdem nur einen Strich Schaden haben. Dadurch, dass wir halt so viele Dinger schießen, macht das eigentlich gar nichts. Und größer werden die trotzdem. So, da hätten wir einen Kompass und eine Karte. Nehmen wir beides mal mit. Ja, so, Pille kann nur gut sein. Eine Tierserpille. Ich glaube, das bringt uns nichts. Weil wir schon so schnell schießen, wie Maximum ist. Das Einzige, was uns halt was bringt, ist noch dieses Krebs. Weil das Tiers Down nur -2 macht. Also, dass man schneller schießen kann. Und nicht irgendwie prozentual oder blubbidi blub. Und deswegen ist
hier Cancer. Das einzige Item, mit dem man das maximale Tiers-Up-Limit noch erhöhen kann. Oh, okay, das hat sehr gut funktioniert. Ups. Okay. Wieso war da eigentlich eben ein Gegner? Ich bin verwirrt durch den Schatten von Papi und dann der Fuß von Mami. Alles tritt hier auf uns runter. Okay, ich habe keinen Plan, was wir mitnehmen sollten. Ich glaube, ich gehe lieber nicht zum Satan. Ja. Heißt, wir kämpfen gegen Isaac. Okay, mal gucken, ob wir das schaffen. Vielleicht schaffen wir ja gegen Isaac. Obwohl wir nicht viele Leben haben, wir bräuchten ein paar Leben. Und ich vermisse dieses eine blaue Herz hier. Oh, stimmt, das ist ja aus der God-Mode. Ich hoffe, was Blödes aber auch. Das ist echt schade. So ein blaues Herz am Anfang jeder Ebene war schon recht nett. Wieso hat der jetzt... Der schießt auch so schnell? Der hat uns gemimikt und hat einfach genauso schnell geschossen. Okay. Uncool. Au. Ach shit, wir verlieren jetzt sogar ein ganzes Leben. Okay, das könnte ein bisschen blöd werden, wenn wir jetzt nicht noch ein paar Leben finden. Also klar, wir haben noch eine Jera-Rune, die uns zumindest ein Schild gibt. Aber ob das uns soweit bringt... wie wir kommen wollen, weiß ich nicht. So, zumindest ist unser Schaden eigentlich gut. Unsere Reichweite nicht so, aber alles andere geht eigentlich. So. Ja, ja. Schießt dir einfach mal die ganze Zeit. Ist vollkommen okay. Kann ich mit leben. Wenn du das brauchst, dann mach das einfach. Oh Mann, shit. Wo sind all unsere Leben hin? Leben hin. Was ist mit unserem Leben passiert? Wir sehen den Boss dahinter niert. Bitte ein Leben für uns zwei. Schade, aber auch oh nein. So. Ja, shit, wir brauchen irgendwie mal Leben. Wieso gehe ich hier rein? Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir das hier in die Luft sprengen können und hoffen können, dass da ein rotes Herz rauskommt. Sehr gut. Okay. Gut, haben wir zumindest unsere vier Leben. Damit kann ich mitarbeiten. Haben wir hier einen blauen Stein irgendwo? Ich glaube nicht. Bitte nicht wehtun. Danke. Danke, danke. Ja, ja. Ich hab dich auch lieb. Nee. Kein blauer Stein. Okay. Kann ich auch mitleben. Hier, hier, hier. Ich habe eine Bombe für dich. Haha. Keine Ahnung, was wir mit den Münzen machen wollen, aber wir haben sie. So, und bei denen sollte man ganz weit weggehen und dann sollte er sterben, genau. So, gut, wir haben vier Leben gegen Loki. Mal zwei. Oh Gott, warum dann mal zwei? Kriegt der Schaden durch die Dinger? Ich glaube nicht. Ha, cool. Ich weiß nicht, soll ich hier jetzt schon Jera einsetzen? I really don't know. I really, really don't know. Ich glaube, ich bleib hier hinten. Ich warte hier. Papi macht das. Ich glaube, der erste ist jetzt schon tot. Oder der hat nur so ein Explosionsding getroffen. Kann natürlich auch sein. Ja, okay. Ich glaube, so trifft dann Papi leider nichts. Wenn die ganze Zeit nur Explosionsdinger hier erscheinen. Ich komme da nicht hin. Hier sind überall Stacheln. Oh mein Gott. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ah doch, der eine ist tot. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob ich mich hier sicher fühlen kann in der Mitte. Ah, er ist rübergekommen. Nein, 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 bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Alles gut. Loki, 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 bleib hier. Loki. Loki. Komm her, Loki. Ja, fein. Ja, feiner Loki. Loki, bleib hier. Bleib hier. Ja, komm. Lass dich töten. Komm, Loki. Ja, fein. Ja, fein, Loki. Ja, fein bleibst du hier. Ja, super.
Gut, was? Toothpicks? Wir haben... Warte, da ist noch ein rotes Herz, das holen wir uns, bevor wir hier gleich sterben. Und wir haben Bomben. Wir könnten nach einem Geheimraum suchen, machen wir aber nicht. Wir gehen einfach weg, ja. Ja. Okay. Läuft in der Tat eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wir schaffen Isaac nicht zu besiegen, aber wir schauen... Oh, warte. Warte, da ist eine Arcade. Die uns sehr doll helfen könnte. Da haben sich ganz schön viele in Scheißhaufen verwandelt. Nett. So. Und dann spielen wir mal ein bisschen. Hat zwar nicht so viel Geld, aber ein bisschen haben wir. Wenn wir zumindest ein blaues Herz oder so bekommen können, wäre schon ganz schön. Eine Fliege, okay. Wird uns auch helfen. Gut, eventuell kommt da ein bisschen Geld raus. Vielleicht auch ein Leben. Sehr schön. Jetzt springen wir dich. Oha, das merkt man ja echt mega. Hä? Okay, keine Ahnung. Ich nehme den schwarzen Lippenstift mit. Dann würden wir nämlich ein paar schwarze Herzen bekommen, wenn wir Glück haben. Und das brauchen wir. Sehr, sehr dringend. So. Okay. Nee. Wow, wieso hat er da so viele Leben? Das ist ja amazing. Gut, nochmal. Komm, ich brauche schwarze Herzen. Ich bin gespannt, wie oft man schwarze Herzen bekommt. Alle fünf Räume oder so? Huh. Auf jeden Fall ist jetzt die Chance höher, dass schwarze Herzen droppen mit diesem Trinket. Habe ich mir sagen lassen. Sollte eigentlich so sein, aber bisher haben wir irgendwie noch nicht so eine tolle Ausbeute gemacht. Ich weiß ja doch nicht, um wie sehr sich das ändert. Die Wahrscheinlichkeit auf schwarze Herzen. Ach komm, ich möchte zumindest ein schwarzes Herz. Hier liegen noch genug rote Herzen rum, deswegen... Wir gehen mal kurz das Risiko ein, hier irgendwo Leben zu verlieren. In der Hoffnung, dass wir eventuell irgendwo ein schwarzes Herz bekommen. Irgendwann mal. Ich meine, wir haben jetzt dieses Trinket, dann müssen wir das jetzt auch irgendwie gut einsetzen. Oder nicht? Also ich fällt schon. Na, vielleicht ein schwarzes Herz? Nö. Blaues Herz? Auch nicht. Ach komm schon. Gib mir bei... Oh, hi. Na? Ich glaube, in der Eikette haben wir alles in die Luft gesprengt, oder? Hey, cool, ich habe ein Leben verloren. Danke. Und er gibt uns nicht mal jetzt wieder. Toll. Oh, was ist denn los mit dir? Bist du ein Bettler? Du bist ein Spielkind, ne? Du bist ein Spielkind. Genauso wie ich. Ja, wir haben was gemeinsam. Komm, gib mir was. Wir sind jetzt beste Freunde. Schade. Er ist nicht auf den Trick reingefallen. Oh Gott. Hä? Hast du nur Fliegen dabei, oder was? Tatsache. Was bist du denn für einer? Und dann gibt er uns nicht mal unser ganzes Herz wieder, dass wir durch ihn verloren haben. Nur durch ihn. Ich hätte aber trotzdem gern noch irgendwie ein schwarzes Herz. Also so langsam müsste das echt mal kommen. Naja, eventuell ist hier irgendwo ein blauer Stein. Die Chance ist hoch, aber... Irgendwie? Nicht. Warum ist hier keiner? Komm, hier muss doch irgendwo ein blauer Stein sein. Nicht? Na gut, dann nicht. Dann ist hier halt kein blauer Stein. Dann gehen wir einfach weiter. Ah, nee. Okay, aber sobald wir einmal getroffen wurden, könnten wir eigentlich gegen die ganzen Gegner gegenlaufen. Dann werden die alle zu Kakäuchen und können uns nichts mehr anhaben. Das ist der beste Plan. Oh, bist du eine Bolts of Steel-Pille? Perfekt. So, Bitgas, was bist du? Jera. Okay, eine Bolts of Steel-Pille. Eine Bolts of Steel-Pille, Leute. Eine Bolts of Steel-Pille. Gut, 6 Leben kann man zum Boss gehen, oder? Ja, mit 6 Leben. Ich glaube, das ist okay. Schauen wir da nochmal kurz, ob der Geheimraum ist. Nope. Okay. Dann wünsche mir Glück. Hallo, Adlifs. Hi.
Bitte nicht schießen. Ich hasse diese Laser. Ich hasse sie. Das ist echt der schlimmste Teil an Idlibs. Diese Laser am Anfang. Okay, wir machen aber guten Schaden. Vor allem, wenn unser Autoturret noch mitschießt. Okay, könnte echt schlimmer sein. Wow. Das ging erstaunlich gut. Krass. Okay, ich habe das negativ mitgenommen, deswegen gehen wir in die Kathedrale. Nicht in die Kathedrale? Ja, in die Kathedrale. Wie lange ich hier schon nicht mehr war. Krass, krass, krass. Mhm. Diese Erinnerung an alte Zeiten. Ja. Nee. Tschüss. Ging das? Ja, das ging. Okay. Hi, ich habe eine ganze Münze für dich. Ist das nicht toll? Und was hast du so für mich? Oh, wow. Du hast ganze 6 Münzen für mich. Das war ein sehr guter Tausch. Danke. Baba. Hör mal auf, hier so rumzuschreien. Keiner mag schreiende Menschen. Das setzt einen nur selber Stress aus und dem Gegenüber auch. Okay, bitte nicht wehtun, danke. Ha! Ey, du arbeitest doch für mich! Hallo, Daddy Longlegs. Du arbeitest für mich, hast du vergessen, oder wie? Ah, ne, hat er doch nicht vergessen. Ah, okay. So, hi. Oh, bist du langsam? Oh, kommst du nicht her, weil ich dich wegschubse? Oh, okay, doch. Okay, da warst du wohl doch schnell genug. Sehr gut, Monstro 2. Ich bin sehr stolz auf dich. Solange ich mein weißes Herz nicht verliere, ist alles gut. Hi. Oh Gott, shit. Fuck. Hallo, Isaac. Guck mal, ich habe eine Jera-Karte. Hä? Nein, die Jera-Karte hat mir... Das hat mir kein Schild gegeben. Oh, fuck. Was macht er denn ab, du Ernst? Shit, 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 shit. Okay, das ist überhaupt nicht gut. Jetzt habe ich schlechtes Leben verloren. Ist aber so richtig schlecht. Zweite Form, okay. Die Form ist schlimm. Die Form ist sehr schlimm. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Ich habe mein Pferd eingesetzt. Oh Gott. Nein! Komm schon! Schieß da oben links in die Ecke! Es war der letzte Boss. Was macht Jera? Was zum Henker macht Jera? Ich guck nach. When used, this rune will double all pickups on the floor. Ich hatte das Ding so lange nicht mehr. Ich wusste nicht, was es macht. Hä? Welches gab denn dann ein Schild? Resistance. Rune of Aegis. Ich dachte, ich kriege ein Schild und deswegen bin ich so nah an ihn rangegangen. Da hat er mich dann schon zweimal getroffen gehabt. Und das eben war halt Pech. Das war Pech mit diesen Laserbeamen. Ja, egal. Trotzdem danke für die Challenge, Orca Pudding oder Pudding, Orca Pudding, 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 Orca. Das Bild ist übrigens auch süß, was du da drin hast. Ja, war eine nette Challenge. Hätte ich auch fast geschafft. So knapp davor, so knapp. Ja gut, dann, wenn ihr weitere Challenges habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieser One hat euch gefallen. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.